Jedes Jahr erleiden in Deutschland fast 300.000 Menschen einen Herzinfarkt. Durch Verschluss eines Herzkranzgefäßes wird das umliegende Herzmuskelgewebe nicht mehr ausreichend durchblutet und stirbt schließlich ab. Aus eigener Kraft kann das Herz dieses Gewebe nicht wieder reparieren. Und auch die heute übliche medizinische Behandlung kann die ursprüngliche Leistungsfähigkeit des Herzens nicht wiederherstellen. Günter Buchholz hat seinen Infarkt vor mehr als einem Jahr gar nicht gespürt. Die Folgen umso deutlicher. Schwere Atemnot bei kleinster Belastung. Das Herz pumpte nicht mehr mit voller Kraft. Machen konnte man gar nicht mehr. Man war schlapp und müde, lahm. Und das war nicht so wie vor dem, ne? Ich sage immer, früher hat man Bäume ausgerissen und das war vorbei. Seit Jahren verfolgt Professor Gustav Steinhoff, Herzchirurg an der Uniklinik Rostock, einen innovativen Therapieansatz zur Behandlung solch chronischer Herzschwäche. Er und sein Team setzen dabei auf die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers. Das ist möglich mit der Hilfe von Stammzellen. Das sind regenerationsfähige Zellen im Körper, die imstande sind, auch Gewebe wieder neu herzustellen, auch eigentlich die dafür zuständig sind, lebenslang, dass sich körpereigenes Gewebe wieder regeneriert. Diesen Stammzellen sind Wissenschaftler aus fast aller Welt am RTC in Rostock, dem Referenz- und Translationszentrum für kardiale Stammzelltherapie, auf der Spur. Sie wollen deren Struktur und Mechanismen verstehen und für die Therapie nutzen. Nur Stammzellen können ständig neue Zellen produzieren. Sie haben die einzigartige Fähigkeit, sich unbegrenzt zu teilen und in andere Körperzellen zu verwandeln. Überall im Körper, wo es etwas zu reparieren gilt. Die Forscher sprechen vom magischen Samen. Wir arbeiten hier, um den Mechanismus zu erforschen, wie Stammzellen das Herz reparieren, wie sie sich verändern und was sie in andere Zelltypen verwandelt. Wir untersuchen, welche Wachstumsfaktoren Stammzellen an die umgebenden Zellen abgeben, um letztendlich eventuell das Herz zu regenerieren. Das RTC führt Grundlagen, angewandte und klinische Forschung zusammen. Denn bereits seit 2001 werden an der Uniklinik Rostock körpereigene Stammzellen für die Therapie nach einem Herzinfarkt eingesetzt. Wir können mit exakten, objektiven Methoden nachweisen, dass nach einer Stammzellbehandlung das Herz des behandelten Patienten besser pumpt. Aktuell untersuchen drei Forschungsgruppen Wirkungsweise und Sicherheit der kardialen Stammzelltherapie. Professor Steinhoff konnte auch erfahrene Mediziner anderer Häuser für die Mitarbeit gewinnen. Und das ganze Unternehmen Rostock ist so spannend, weil dort sowohl Theoretiker, Biochemiker, Molekularbiologen, Zellbiologen, Kliniker, Kardiologen, Herzchirurgen zusammenarbeiten, dass man da praktisch nicht Nein sagen kann und da mitmachen muss. Also eine einzigartige Einrichtung in Deutschland, die es ermöglicht, auf höchstem Niveau die Resultate der experimentellen Forschung mit der Klinik zu verknüpfen. Im OP des Herzzentrums der Uniklinik Rostock. Hier werden gerade Stammzellen für die Therapie aufbereitet. Das Besondere, sie kommen aus dem Knochenmark des Patienten, dessen beschädigtes Herz sie reparieren sollen. Eingesetzt werden nur körpereigene, sogenannte autologe Stammzellen. Dass sie ausreichend und in hoher Qualität gewonnen werden können, ist der engen Zusammenarbeit mit der Miltenyi Biotech am Standort Teterow zu verdanken. Wir sind Spezialisten für Zellseparationen. Das heißt, wir können Zellen mit spezifischen Oberflächen aus Gemischen rausholen, sozusagen die Stecknadeln aus dem Heuhaufen holen. 4,5 Stunden und viele Arbeitsschritte braucht es, bis etwa 5 Millionen Stammzellen gewonnen sind. 2 Milliliter Flüssigkeit aus 150 Milliliter Knochenmark. Im Nachbarraum wird die Operation vorbereitet. Die einzige Therapie, die die Ursache der Herzschwäche behandelt. Die aufbereiteten Stammzellen werden direkt in den kranken Herzmuskel gespritzt. In die Region, in der Gewebe vorhanden ist, das gerade noch ausreichend versorgt wird, um zu überleben, jedoch nicht um zu arbeiten. Dieses Winterschlafgewebe soll erweckt werden. Die Stammzellen werden neue Blutgefäße bilden.
Adern, die in einigen Wochen den geschädigten Herzmuskel mit neuem Blut versorgen. Mehr als 100 Patienten wurden hier in Rostock bereits so therapiert. Die Operation ist ein Jahr her, ein bisschen über ein Jahr. Und nach der Operation geht es mir wunderbar. Ich kann nicht jammern. Muss ich dann immer eher zur Kontrolle und dann kann ich wieder raus. Erst wenn umfangreiche Studien Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der kardialen Stammzelltherapie bewiesen haben, kann sie als standardisierte Therapie für alle Herzinfarktpatienten zur Verfügung stehen. Ein langwieriger Weg, der von den Translationsexperten des RTC geebnet wird. In den ersten Phasen, Phase 1 und 2, da geht es jetzt mehr zunächst um Verträglichkeit und Dosierungsfindung und überhaupt erstmal herauszufinden, ist denn überhaupt eine Wirksamkeit da? Und da haben wir hervorragende Ergebnisse gehabt. Wir konnten zeigen, dass die durchschnittliche Verbesserung der Pumpleistung des Herzens bei den Patienten, die Stammzellen erhalten haben, 10% über der lag im Vergleich zu den Patienten, die nur eine Bypass-Operation hatten. Mit der dritten Phase einer klinischen Studie, die jetzt an mehreren Herzzentren Deutschlands startet, soll schließlich die EU-Zulassung und die Erstattungsfähigkeit durch die Krankenkassen erreicht werden. Die Vision ist, dass eben ganze Organe nachwachsen können oder komplexe Strukturen sich neu bilden können. Wir wissen aber, dass das nicht so leicht zu erreichen ist. Also es ist die Vision für dieses Jahrhundert. Diese ersten Schritte, die wir jetzt in der Klinik auch verwirklichen können, sind der Beginn des Weges.